Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört es vielleicht. Ja, es ist kein Regen, aber es ist neblig draußen und deswegen tropft es hier von den Bäumen. Also ich kann richtig froh sein, dass ich das jetzt hier gefunden habe. Also im Zelt wäre das sehr, sehr feucht geworden, sehr klamm, sehr ungemütlich. Wäre auch eine Erfahrung gewesen, aber das hier gefällt mir doch viel besser. Es ist 6.10 Uhr. Ja, bin schon wach geworden um 5.30 Uhr oder so. Geht so die Nacht. Durch dieses Tropfen nachher konnte ich ab 4 Uhr nicht mehr richtig schlafen. Ich glaube, ich habe dann auch gar nicht mehr viel geschlafen. Ja, und trotzdem war es gut, aber es ist trotzdem hier drin kalt. Bestimmt trotzdem noch angenehmer wie draußen, weil das ist hier alles nur Beton und Stein, bis sich das erhitzt hat. Hätte der Ofen ja sonst was noch verbrennen müssen. Also es war fast wie draußen, aber Schlafsack und so war ja alles gut. Ja, und so bricht heute der letzte Tag an, schon wieder, tja, bei der Generalprobe. Bei der anderen Reise wird es immer weitergehen. Aber ich kann auch froh sein, weil die Wetteraussichten sind hier richtig grausig. Also heute so ab 5 soll es anfangen zu regnen und dann bis morgen früh auch gar nicht mehr wieder aufhören. Und dann die nächsten Tage auch nur noch schreckliches Wetter werden. Also die Generalprobe rechtzeitig wieder zu Ende. Ja, schön wird es nicht draußen. Wie gesagt, es ist neblig. Sonne wird man auch wieder keine sehen. Es bleibt grau. Die letzten 80 Kilometer bis zu meinem Ausgangspunkt, ja, durch diese graue Landschaft. Aber mehr und so werde ich vielleicht noch mal sehen. Ich fahre wieder viel durch diese kleinen Ferienhaussiedlungen. Als erstes kommt gleich Karls. Wie heißt das noch? Ach, ist egal. Das werdet ihr ja sehen. Kallenborg oder so, irgendwie hieß das. Ja, gucke ich nicht jetzt noch nach. Das werdet ihr sehen. Ja, habe ich große Rast. Ja, werde ich wahrscheinlich noch eine einlegen, weil ich werde Gas geben. Ziemlich, damit ich auch wirklich trocken wieder am Ausgangspunkt ankomme. Denn ja, ob da große Schwierigkeiten kommen, so wie gestern, weiß ich nicht. Ja, ein paar Höhenmeter gibt es bestimmt. Aber schöne Bilder werden wir sehen. Ja, noch ist es ziemlich dunkel, ist ja auch Sommerzeit. Ja, dann sage ich mal, viel Spaß dabei bei den kommenden Bildern. Mahlzeit. A river in the dark, you steer me right, you lit the spark, and I can feel you tearing down every wall. Come one, come all. Da bin ich doch noch mal zu einem schönen Aussichtspunkt gefahren. Da, weil ich sehr früh los bin, um 7 Uhr bin ich gestartet. Jetzt stehe ich hier vor dem Leuchtturm von Rösnes. So heißt das hier. Ich könnte hier so tolle Aufnahmen machen, wenn jetzt die Sonne scheinen würde. Hier ist rundherum natürlich Wasser, das ist nämlich so eine Nase, so rein in den Belt. Das könnte so schön sein. Aber man kann ja nicht alles haben. Da muss ich nochmal herkommen, wenn es schön ist, oder? Also die ganze Strecke würde ich echt nochmal im Sommer fahren. Das ist echt klasse gewesen.
Also, ja, aber jetzt. Über mir sehe ich blaue Himmel. Naja, als Generalprobe war das ja richtig so. Ich war ein bisschen erstaunt, weil ich über mir blauen Himmel sehe. Und keine Sonne, toll. Naja, soll nicht sein. Ja, das waren jetzt noch mal knappe 2 Kilometer hier hin, also 2 Kilometer zurück. Also noch ein bisschen länger. Aber echt schade. Mann, dann hätte ich jetzt auch so einen schönen Sonnenaufgang oder irgendwas filmen können. Aber es soll nicht sein. Naja, jetzt geht's los. Richtung Kalundborg, so hieß der Ort. Das ist doch noch ein ganzes Stück. Und ab da geht's Richtung Süden. Ich habe Handschuhe an, Mütze nochmal aufgezogen. Also durch diese Nässe ist es ja echt frisch geworden. Naja, aber ich werde es schaffen. Trotzdem hat das hier was. Also ich kann hier diesen Ort echt empfehlen. Hier kann man auch sehr gut wandern. Viele Wanderwege hier auf dieser Spitze. Ja, das ist einfach klasse. So ist Dänemark. Naja, dann fahre ich mal weiter, denn ich muss bis spätestens 17 Uhr unten in Korsa sein. Und dann kommt der Regen nämlich. Schade, Sonne gibt's nicht, nur Nebel. Also auf geht's. You're like an early morning breeze. Your soft red lips and gentle tears. You must have been sent just for me. Bin hier kurz vor der Küste. Es könnte ja so schön sein. Glasklares Wasser, wie man wieder sieht. Steilküste, aber Nebel. Nebel ohne Ende ist nicht der dichteste Nebel. Aber was man auch hört, sind Nebelhörner von den großen Schiffen hier, die hier vorbeifahren. Das habe ich schon die ganze Zeit gehört. Die sehen halt nichts. Das ist halt auch immer noch aktuell, dass man Nebelhorn benutzt anscheinend. Ja, es ist so richtig urig. Ja, über mir ist blauer Himmel, das sehe ich immer noch, aber die Sonne will nicht durchkommen. Mal sehen, was jetzt die Stadt noch zu bieten hat. Und dann geht's Richtung Süden. In under blue skies with an open glass, we head over heels filled with dreams. Come all, everything, just when I need you. You set sail and navigate. Oh, when I need you, you lift me up till we levitate. You're mesmerizing, hypnotizing. Leider nicht viel zu sehen, von der Stadt reingefahren bin ich jetzt nicht. Das bewahre ich mich mal auf für eine andere Tour vielleicht.
Da habe ich wohl doch noch ein bisschen Glück mit der Sonne. Es war 0 Stunden vorhergesagt. Alter, das ist ja richtig geil. Mal sehen, wie lange das vorhält. Das ist ja nochmal toll, so schön die Sonne zu kriegen. Das habe ich ja gar nicht zu hoffen gewagt. Herzlich willkommen auf der Halbinsel Resö. Ja, es ist einfach unfassbar, dass ich hier noch so ein Wetter kriege. Das habe ich heute überhaupt nicht erwartet. Die Sonne scheint zwar milchig und es graut auch langsam wieder ein, aber meckern kann ich da echt nicht. Hier kommt auch gar kein Wind an. Der ist sowieso nicht so stark. Also, das ist unglaublich. Wunderherrlich, kann ich ja nur so sagen. Also besser kann man das gar nicht haben. Es ist zwar kühl, 7, 8 Grad sind das bloß. Das ist auch das kalte Wasser. Das hat auch noch keine gute Temperatur. Aber schaut euch das an, wie ruhig das ist. Da hinten ist noch die große Stadt zu sehen. Und da hinten an der Ecke, das könnt ihr wahrscheinlich nicht so gut erkennen. Hinten an der Ecke ist noch mein Schlafplatz da, das ist auf dieser Landzunge. Ganz da draußen ist die Jammerbucht. Oder Jammerlandbucht, ich weiß es jetzt gar nicht. Einfach nur klasse. Also glasklares Wasser wieder hier. Also schöner geht's nicht. Das ist Dänemark, so wie ich es liebe. Ach, die Strecke war vielleicht jetzt gerade nicht so toll. Deswegen bin ich auch schon bei Kilometer 45. Oh Gott, nee. Kilometer 50 bin ich schon. Sind nur noch 35 Kilometer bis ins Ziel. Ja. Also gar nicht so lang mehr. Ja, die Brücke kann man noch nicht sehen von hier. Aber das werde ich mir erstmal hier richtig genießen. Also zu Gemüte führen hier dieses Flair. Boah, unfassbar. Nach den ganzen Tagen mit dem schlechten Wetter auch. Und damit habe ich nun gar nicht gerechnet. Das sollte heute immer der schlechteste Tag sein. Also wunderbar. Also nicht meckern. Pause. Ich habe meinen Thunfischsalat noch mit, den habe ich von Anfang an noch mit. Und noch diversen Kram, was zu trinken. Also hier werde ich mal eine Zeit verbringen, das genießen und dann geht's weiter. Also das ist nicht zu fassen.
Ja, man denkt, hier fährt man immer nur von Strand zu Strand, ganz locker. Nein, da war gerade eben doch jetzt 2-3 Kilometer ganz schön hügelig wieder. Ui, wieder hart erkämpft. Aber bei dem Wetter noch scheint die Sonne. Alles okay, macht richtig Spaß weiterhin. Jetzt fahre ich erstmal wieder ein bisschen an Meer entlang, bevor vielleicht die nächste Steigung kommt. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to. Schon wieder sehr spannend, wo ich hier längs fahre. Ganz knapp an der Kante längs hier. Wow, was eine tolle Strecke gerade wieder. Hat Komoot mir hier rausgesucht. Das ist keine offizielle Strecke irgendwie. Einfach nur geplant. Und tschüss. Ja, und dann kommt sowas bei raus. Richtig nice. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. Like fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Ganz in der Ferne ist die Brücke schon zu sehen. Ja, ich bin jetzt wieder am nächsten Strandabschnitt. Stillinge Strand heißt das hier. Ja, Urlaubsparadies wieder. Ja, und ja, Zweitwohnsitz wie immer in Dänemark. Ja, und einfach wieder nur herrlich. Aber der Regen kommt früher. Das wird knapp, dass ich das noch schaffe. 15 Kilometer habe ich noch bis dahin. Ja, das heißt, vielleicht muss ich doch noch Regenklamotten anziehen. Ganz knapp wird das. Ja, das rennt ein auf zu hier. Das ist so ein ganz schmales Regenband. Aber es kommt schon. Soll wahrscheinlich nicht sein, dass ich doch noch einen Tag trocken bleibe. Ja, ich fahre jetzt ein bisschen schneller natürlich. Und mal sehen, ob ich es noch hinkriege. Sonst habe ich halt Pech gehabt, weil der schöne Gratz gerade eben hat alles rausgeholt da, wo ich gerade eben Mittag gemacht habe. Also das ist nicht wieder wegzumachen. Naja. Auf geht's auf die letzten 15 Kilometer nur noch. Try to say goodbye. You know we had our problems, so now we have to try to move on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Bin ich angekommen, noch 5 Kilometer, dann bin ich da bei der Brücke, ja, aber es ist leider schon wieder vorbei. Ich mache jetzt die Absage, falls es jetzt doch noch anfängt zu regnen, nicht ganz bei der Brücke, ist halt so,
Der Regen kommt. Ja, was soll ich sagen? Ihr habt es gesehen. Tolle Tage. Absolut top, die Generalprobe, muss ich sagen. Also, Equipment hat super gepasst. Pannenfrei durchgekommen. Der Technik hat auch gepasst. Die Taschen, alles, was ich da gepackt habe. Ja, heute ist für 4 Tage noch ein bisschen viel gewesen. Aber es geht. Ich habe auch immer Wasser drin gehabt. Hätte auch nicht gemusst. Ich kriege ja hier sowieso überall Wasser. Gar kein Problem in Dänemark. Aber es war ein Test. Das Einzige, was hier ist, hier der Schlafsack. Das ist ja noch ein Daunenschlafsack. Da werde ich bei der Reise, ja, die bald kommt, einen Sommerschlafsack mitnehmen. Und dann geht es auch bald los. Ja, erstmal ein Fazit zu dieser Runde. Ihr habt gesehen, Dänemark war wieder sehr vielseitig, nicht nur von der Landschaft, auch vom Wetter her. Deswegen war es eine Top-Generalprobenrunde hier über 4 Tage selbst geplant. Die Schlafplätze waren 1A, oder? Was sagt ihr? Das war einfach nur klasse. Alles ausprobieren müssen, Zelt aufbauen im Sturm, gegen den Sturm kämpfen und ach, das war einfach nur klasse. Das hat alles so gepasst, wie ich es wollte. Zwar jeden Tag Regen, der jetzt bald kommt. Ja, vielleicht schaffe ich es doch so gerade trocken, ja, zum Bahnhof. Da steht aber mein Auto und in 2 Stunden bin ich zurück in Flensburg. Ja, das war zu dieser tollen Reise. Der Platz heute, der hat noch mal richtig was rausgehauen. Ich habe ja nicht erwartet, dass ich noch mal Sonne kriege. Aber das war Wahnsinn. Also, Fahrrad passt. Das wird jetzt noch mal durchgecheckt, denn heute in einem Monat, am 1. Mai, beginnt die Anreise Richtung Süden. Ich will ja einen Monat Balkan fahren zuerst und dann 3 Monate in Skandinavien, weiter oben, Schweden, Finnland, Norwegen. Ja, das ist ja mein Plan. Ab 1. Mai erstmal Richtung Süden, wahrscheinlich Slowenien starten. Muss ich mal schauen, wie das alles passt. Ja, wenn das Wetter mal nicht passt, werde ich auch mal im Hotel schlafen. Nicht so wie jetzt immer draußen oder Campingplatz. Das habe ich mir auch fest vorgenommen. Dann brauche ich auch mal Ruhe. Also heute, was da so in den nächsten Tagen kommt am Wetter, da werde ich wahrscheinlich auch irgendwo festen Unterkunft. Das ist schon besser. Also da mache ich mir nichts vor. Wenn es geht, draußen oder Campingplatz, das ist perfekt. So werde ich die Reisen machen. Kroatien, Slowenien, ja, Bosnien-Herzegowina, was ich so vorhabe. Da wird sowieso schwierig sein, wild zu campen. Aber da habe ich viele Campingplätze ausgemacht. Vielleicht auch mal ein Hotel, wie gesagt, das wird alles so kommen. Ja, was soll ich noch sagen? Ja, 1 Monat ist nur noch. Also ich bin durchgecheckt, durchgeimpft sozusagen. Reiseimpfungen sind da. Das Böttcher, das Rad wird nochmal jetzt durchgecheckt in diesen 1 Monat, damit das auch die Tausende von Kilometern hält auf der großen Reise. Ja. Das heißt aber auch, das ist jetzt kein April-Scherz, nur weil heute der 1. April ist. Es werden dann wohl nach diesem Video auch keine erstmal mehr kommen. Ich nehme keinen Laptop mit und schneide da irgendwas. Ich werde zwar Shorts auf YouTube rausbringen, bestimmt, um so einen Zwischenstand mal zu zeigen, ob das alles auch so passt. Per Handy geschnitten oder so. Ja, und das kommt noch. Ja, wo könnt ihr mich noch verfolgen? Instagram natürlich. Da seid ihr auf dem neuesten Stand und absolut top aktuell. Kann ich nur wieder ans Herz legen, die App Polar Steps. Da sind ja einige, zum Beispiel ja, Ronald von Wolfsmensch auf dem Velo oder Radlmaus oder Fred, der mich mit seiner Reise auch schon inspiriert hat, eine Sabbatical Tour zu machen. Ja, oder Patrick, der hat es auch gemacht. Das hat mich jetzt alles so bewogen, dass ich jetzt diese 4 Monate durchziehen möchte. Das wird ganz groß. Also selbst bei so einem schlechten Wetter, was ich teilweise hatte, macht das so einen Spaß. Und wenn so ein Platz wie heute kommt, ist alles vergessen. Absolut. Wie die Wege waren. Alles. Das schlechte Wetter, der Wind. Also wir jetzt, es ist fast windstill auf einmal. Und ja, es ist die Ruhe vom Sturm, vor dem Regen. Es ist einfach nur top. Dänemark hat es wieder gezeigt. Es ist so vielseitig. Und jetzt will ich auch mal ein bisschen weiter weg. Ja, so eine Anreise ganz runter nach Kroatien, so von ganz von Norden, von Flensburg aus, ist echt ein bisschen heftig. Ja, oder nach Norwegen, da muss man ja meistens immer eine Fähre nehmen. Das ist auch immer nicht ganz so einfach und nicht billig. Deswegen will ich das jetzt so durchziehen.
Ja, ich hoffe, diese 4 Tage, die Generalprobe, hat euch gepasst. Wie ich die Videos schneide, werdet ihr dann sehen. Wie gesagt, ich habe es vielleicht vor, mal so ein paar Tage auch mal zusammenzuschneiden und nicht jeden Tag einzeln, aber es wird der Tag ergeben. Es ist ja auch nur für mich, als auch für mich als Erinnerung nachher jeden Tag da festzuhalten. Ja, und das diesmal, diese Runde habe ich ja mit der Insta aufgenommen, die neue. Ich hoffe, die Einstellung und alles hat so geklappt, wie ich es wollte. Ja, die GoPro kommt auf jeden Fall auch mit dabei. Was ihr jetzt nicht wisst, ich hatte doch die ganze Zeit, wo es auch schlechter war, ab dem zweiten Tag die Insta im Windschwamm drin. Ich weiß nicht, ob man das gemerkt hat. Ja, aber das war so ein kleines Geheimnis. Aber sie funktioniert super, kann ich sagen. Es hat super funktioniert. Die Zoom-Funktion, die dabei ist, die ist auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, das kann man im Video vielleicht noch mal sehen. Ja, und alle anderen Schwachlicht und so ist sie auch besser. Hat vielleicht auch jetzt besser gepasst, so wie ich in der Hütte war oder so. Deswegen habe ich mir sie doch noch zugelegt. Das ein oder andere kommt bestimmt noch mal neu, so wie die vorderen Taschen. Die sind schon etwas älter, die werde ich neu nehmen. Ich weiß noch nicht, ob ich die hinteren Taschen mit den als Plus nehmen, die gibt es ja auch noch. Die haben noch so eine kleine Seitentasche, da kann man auch noch so Kleinigkeiten noch mit einpacken. Viel schwerer soll es auch gar nicht werden. Ich glaube, es ist absolut eher schon ein bisschen über der Grenze, also so knapp, weil ich habe auch ein bisschen zugenommen unter dem Winter und so richtig runter ging das nicht. Aber ich schätze mal, über die paar Tage hier wird es auch schon was runtergegangen sein. Und wenn ich Monate unterwegs bin, dann wird man auch noch was verlieren. Ja. Ich hoffe, ja, es klappt alles so. Einen Monat habe ich noch. Wie gesagt, wenn das Video rauskommt, bin ich vielleicht sogar schon unterwegs. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr aufgeregt, weil heute dieser eine Platz da, den ich so plötzlich fand, da so schön. Da kam alles hoch. Da dachte ich, was werde ich bloß erleben in den nächsten Monaten. Ihr werdet sehen. Vielleicht habt ihr es ja auch mal vor. Und wenn das hier nur 4 Tage sind, Leute, Radreisen ist einfach der Hammer. Das hat es mir heute wieder gezeigt, hat es mir die letzten Tage wieder gezeigt. Auch bei schlechterem Wetter hat es funktioniert. Man muss nur natürlich gute Klamotten haben, sag ich mal. Es geht auch viel weniger, auf jeden Fall. Das Rad ist gut gepackt. Ich habe natürlich wieder einiges mitgeschleppt, was ich nicht genutzt habe. Aber so wie, ja, ich habe noch ein paar dünnere Klamotten mit oder noch ein paar Lebensmittel, die ich von zu Hause mit habe. Den Trang hier habe ich nicht benutzt. Aber bei der Reise wird das eher vorkommen, bei der langen Reise. Ja, ich sabbel schon ganz schön viel. Ja, es ist jetzt für mich jetzt hier noch ein Monat. Wenn ihr das seht, wie gesagt, bin ich vielleicht schon unterwegs. Es rennt die Zeit. Ich dachte noch, wo der Jahreswechsel war, ach, das sind noch 4 Monate. Aber jetzt, zack, jetzt haben wir schon Frühjahr. Jetzt stehe ich hier Ostern. Habe hier eine tolle Reise gemacht. Ja. Obwohl es gar nicht so tolles Wetter war, hat es einen so aufgebaut. Das kann man nicht beschreiben, das muss man selbst erlebt haben. Also wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, und wenn es nur ein paar Tage ist. Die meisten, die das hier sehen, machen wahrscheinlich auch selbst. Aber das ist echt der Hammer. Also mich hat das so gepackt. Ja, deswegen packt das mich jetzt aufzuhören mit diesem Video. Mit der Generalprobe, die sehr gut geglückt hat. Also dann hoffe ich, es hat gefallen. Danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal, das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern wird. Euer Flachlandradler Thorsten. Tschüss.